Hat sich eigentlich schon jemand einmal die Frage gestellt, wie man die Creative Commons Lizenzen einem Außerirdischen erklären würde und dabei Teeverpackung als Metapher nutzen könnte? Wer sich zum ersten Mal mit CC-Lizenzen beschäftigt, kann schnell verwirrt werden. Es gibt viele verschiedene Fachbegriffe mit zunächst unklarer Bedeutung. Dadurch entsteht bisweilen der Eindruck, dass die Lizenzen sehr kompliziert zu handhaben seien und viel Einarbeitungszeit benötigt werde. Dieser Eindruck täuscht aber. Im Alltag kommt man mit den CC-Lizenzen schnell und gut zurecht, wenn man die Fachbegriffe einordnen kann und weiß, worauf es ankommt. Aus diesem Grund lohnt es sich am Anfang, die begriffliche Welt rund um CC-Lizenzen einmal grundsätzlich nachzuvollziehen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie seien Integrationshelfer für einen Außerirdischen und wollen ihm die Fachbegriffe rund um Aufgussgetränke, in Deutschland landläufig Tee genannt, erklären. Für Sie mag das alles selbstverständlich sein, aber ohne Vorwissen klingen die verschiedenen Begriffe, mit denen wir über Aufgussgetränke sprechen, sehr kompliziert. Für Sie sind Süßstoff und Barcode einfach einzuordnen, weil Sie Süßstoff als Zutat und Barcode als Teil der Verpackung erkennen. Ohne jedes Vorwissen ist es für einen Außerirdischen aber schwierig, die unterschiedlichen Begriffskategorien zu unterscheiden. Konkret kann man am Beispiel der Aufgussgetränke die folgenden 6 Begriffskategorien unterscheiden. Erstens, ein Aufgussgetränk besteht aus unterschiedlichen Zutaten, die sich nach bestimmten Rezepten zusammensetzen lassen. Das wären beispielsweise A, die Teile einer Pflanze, zum Beispiel Tee, B, heißes Wasser oder C, Eiswasser und D, Süßstoff. Zweitens, man findet im Regal des Supermarktes oder des Teegeschäftes nicht nur ein einziges Aufgussgetränk, sondern mehrere verschiedene Aufgussgetränke, die sich in erster Linie durch die unterschiedlichen Zutaten unterscheiden. Drittens. Die Rezeptur für ein solches Aufgussgetränk kann in unterschiedlichen Ländern und Kulturen in verschiedenen Varianten existieren, damit es zu den dortigen Gepflogenheiten passt. Dafür muss sie, die Rezeptur, natürlich auch in die entsprechenden Sprachen übersetzt werden. Viertens. Wenn man auf die Verpackung eines Aufgussgetränkes schaut, gibt es dort Informationen über den Inhalt in verschiedenen Formen. Beispielsweise A steht auf der Vorderseite eine einfache Kurzbeschreibung, die ohne Fachkenntnisse verständlich ist. B, auf der Rückseite stehen viele fachliche Zusatzinformationen im Kleingedruckten. C, auf der Unterseite gibt es einen Barcode mit allen Daten, die von einem Scanner erfasst werden sollen. Fünftens, alle paar Jahre erscheint eine neue Version für das Aufgussgetränk. Die Veränderungen sind dabei nicht so groß, dass ein neues Getränk daraus entstehen würde. Es geht vielmehr um Optimierung und kleine, aber feine Anpassungen. Auf der Verpackung steht dann oft so etwas wie verbesserte Rezeptur. Sechstens. Für ein und dasselbe Aufgussgetränk gibt es unterschiedliche Darstellungsformen. Es gibt im Supermarkt beispielsweise ein Schild am Regal, das nur in abgekürzter Textform auf das Produkt hinweist. Oder es gibt ein Prospekt mit Angeboten und darin ein Foto der Vorderseite der Verpackung. Oder es gibt eine Abbildung mit dem Namen und dem Logo des Produktes. Alle 6 Punkte haben jetzt eine Entsprechung in den CC-Lizenzen. Erstens, eine Lizenz hat verschiedene Zutaten. Das sind die jeweiligen Auflagen, die in der Lizenz enthalten sind. Bei CC heißen diese Auflagen Lizenzmodule und es gibt insgesamt 4 Stück. A. Bei, die Namensnennung, das ist Bestandteil jeder CC-Lizenz, das ist bei unserer Metapher quasi die Teepflanze. B, keine Bearbeitung, ND, ein optionaler Bestandteil. C, Share Alike, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, auch das ist ein optionaler Bestandteil. ND und SA schließen sich gegenseitig aus. In unserer Metapher, man kann entweder Heißwasser oder Eiswasser hinzugeben. Und schließlich D, nicht kommerzielle Nutzung NC, ebenfalls optional, lässt sich als Ergänzung zu allen anderen Zutaten dazunehmen. Das ist quasi unser Süßstoff. Zweitens, die verschiedenen Aufgussgetränke, zwischen denen man sich entscheiden kann, sind 6 unterschiedliche Lizenzen. Sie unterscheiden sich danach, welche Lizenzmodule sie als Zutaten enthalten. Drittens. Auch die CC-Lizenzen sind für unterschiedliche Länder und Rechtskulturen übersetzt und angepasst. Diese verschiedenen Fassungen nennen sich Portierungen.
Viertens, so wie es auf Teeverpackungen Informationen in verschiedenen Formen gibt, existieren auch die Lizenzinformationen in drei Varianten. Sie werden die drei Schichten oder die drei Ebenen der Lizenz genannt. Es gibt A, die allgemein verständliche Kurzfassung, kurz DEED, die sich an die Laien richtet. Es gibt B, das Kleingedruckte, das ist der vollständige Lizenzvertrag, der alle juristischen Feinheiten beschreibt. Und es gibt danach C, einen maschinenlesbaren Code, der im Internet insbesondere für die Auffindbarkeit durch Suchmaschinen wichtig ist. Fünftens, auch die verbesserte Rezeptur gibt es bei den CC-Lizenzen, nämlich in Form neuer Versionen. Derzeit und auch auf absehbare Zeit ist die Version 4.0 die aktuelle Fassung. Sechstens, unterschiedliche Darstellungsformen für ein und dieselbe Lizenz können sich danach unterscheiden, wie ausführlich die Formulierung ist und ob grafische Elemente enthalten sind oder nur Text. So sieht sie aus, die Teeverpackung, mit der man außerirdischen DCC-Lizenzen erklären könnte. Zum Abschluss noch einmal die 6 Punkte in der Übersicht. Wir haben da mal was vorbereitet. Man sieht hier die begrifflichen Kategorien rund um links Tee oder Aufgussgetränke und rechts bei CC-Lizenzen. Erstens sieht man bei Tee unterschiedliche Zutaten, die einen Tee ausmachen. Bei CC-Lizenzen gibt es unterschiedliche Lizenzmodule, die eine konkrete Lizenz ausmachen. Zweitens, das Ganze unterscheidet sich je nach Zutaten zu unterschiedlichen Aufgussgetränken oder unterschiedlichen Teesorten. Bei den CC-Lizenzen entspricht das 6 verschiedenen Lizenzen, die sich aus den unterschiedlichen Kombinationen zusammensetzen, indem man diese Lizenzmodule miteinander zusammenbringt. Drittens, es gibt bei dem Tee eine regional angepasste Rezeptur. Genauso gibt es bei CC-Lizenzen eine sogenannte Portierung in 60 Länder weltweit. Viertens, auf einer Teeverpackung gibt es die Darstellung auf der Vorderseite, auf der Rückseite und mit einem Barcode. Ähnlich gibt es das bei CC-Lizenzen, da gibt es 3 verschiedene Schichten oder Ebenen der Lizenz. Fünftens, es gibt sowas wie Weiterentwicklungen. Der Tee kann sowas wie eine verbesserte Rezeptur haben. Bei CC-Lizenzen gibt es das auch, die verbesserte Rezeptur ist da eine neue Version. 1.0 bis 4.0 sind die bisherigen Versionen. Und schließlich sechstens, die Darstellungsform bei einer Teesorte kann über einen kurzen oder einen langen Beschreibungstext erfolgen. Man kann einen Text oder ein Logo nehmen, genauso bei CC-Lizenzen, auch dort kann man einen langen oder einen kurzen Text wählen. Man kann ein Logo hinzufügen oder es ausgeschrieben darstellen. Soweit für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank für die ausführliche Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Vivez de mûres et d'eau fraîche ou plutôt d'infusions.